Hi ihr Lieben, wie ich euch ja bereits im Video zur Alpenföhn-Gletscherwasser 280 mm Wasserkühlung erklärt habe, hat Alpenföhn mir auch direkt ein Dreier-Set der Alpenföhn Wing Boost ARGB 3 140 mm Gehäusedüfter in der White Edition mitgeschickt, sodass ich die komplette Be Quiet Pure Base 500 Deluxe mit Alpenföhn-Gehäusedüftern ausstatten kann. Und auch hier möchte ich euch ein kleines Unboxing-Video anbieten und mal schauen, was Alpenföhn hier in diesem coolen Dreier-Set für 75 € so alles bietet. 75 € hört sich jetzt erstmal viel an, aber ihr werdet sicher gleich sehen, dass Alpenföhn hier wirklich tolle ARGB-Lüfter konzipiert hat, die auch einen Top-Lieferumfang bieten und sicherlich mehr als nur konkurrenzfähig sind zu sonstigen Platzhirschen wie den Corsair Lightloop Gehäuselüftern, bei denen man dann noch viel mehr Schnickschnack benötigt, um diese entsprechend schön zu beleuchten. Die großen Vorzüge hier von den Alpenföhn-Lüftern werde ich jetzt gleich im Video ein wenig erläutern. Schauen wir mal in die Box. Im Karton findet man zunächst oben einen kleinen RGB-Control-Guide. Da steht also drin, wie ihr entsprechend die RGB-Beleuchtung mit der Fernbedienung dann steuert. Ganz nett, finde ich gut gemacht. Viel mehr braucht es als Anleitung hier auch nicht. Alles Weitere kann man eben auch im Internet nachschauen. Dann ist hier in der Kiste so eine kleine Zubehörbox. In der Zubehörbox ist alles an benötigtem Material dabei, um die Lüfter im Gehäuse zu montieren und um auch entsprechend die ARGB-Beleuchtung komfortabel zu betreiben. Da schauen wir also gleich mal herein. Also, was haben wir hier? Holen wir mal alles heraus und gucken uns das mal genauer an. Zum einen findet ihr hier zwei Tütchen mit den Radiatorschrauben. Das sind diese langen, wenn ihr die Lüfter auf einem Radiator montieren wollt. Und aber die klassischen kurzen metallischen Lüfterschrauben, um die Lüfter im Gehäuse zu befestigen. Auch hier finde ich schon, dass selbst diese Schrauben ja eine super Qualität aufweisen, nochmal ein bisschen wertiger sind als die teilweise doch recht ja, billigen Schrauben, die andere Hersteller damit liefern. Ich finde es auch super, dass eben halt direkt Radiatorschrauben mit dabei liegen, auch wenn bei den meisten All-in-One-Wasserkühlungen soweit etwas im Lieferumfang sein sollte. Dann liefert Alpenföhn hier ein PWM-Y-Kabel mit. Das sind wie gesagt PWM-Lüfter und damit ihr nicht gleich drei Mainboard-Lüfteranschlüsse benötigt, könnt ihr dieses Y-Kabel benutzen und müsst so nur einen ja, Gehäuselüfteranschluss auf dem Mainboard belegen. Dasselbe gilt hier für die ARGB-Beleuchtung und das finde ich sehr vorbildlich von Alpenföhn. Alpenföhn hat zwar an den Lüftern, wie ihr gleich sehen werdet, jeweils nur einen einzigen ARGB-Anschluss, aber dafür habt ihr ja hier entsprechend diesen Splitter, sogar für vier ARGB-Geräte. Das heißt, da könnt ihr zum Beispiel noch ein Kabel vom Gehäuse oder von einem anderen Lüfter oder einer Wasserkühlung anschließen, je nachdem, was ihr dort so braucht, so dass ihr da rundum versorgt seid und ihr benötigt vier ARGB-Geräte, hier nur einen ARGB-Anschluss auf dem Board. Sehr gut, dass sowas im Lieferumfang ist, kann man, finde ich, bei dem Preis auch erwarten. Trotzdem schaffen das nicht alle Hersteller, wenn ich da jetzt mal so auf Noiseblocker schielen darf. Von denen hatte ich mir mal E-Loop-Lüfter besorgt und habe dann erstmal traurig geguckt, weil ich drei davon nicht gleichzeitig betreiben konnte, denn die haben jeweils nur ein so ein Kabel, statt mal so ein Y-Kabel direkt beizulegen. Hier dann noch im Lieferumfang die Funkfernbedienung mit dem Empfänger. Der Empfänger wird entsprechend hier an den SATA-Port angeschlossen und dann schließt ihr halt dieses Y-Kabel entsprechend an den Empfänger an, wenn ihr jetzt also die ARGB-Beleuchtung nicht übers Mainboard, sondern mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern wollt. Ja, also auch hier üppiges Material im Lieferumfang und jetzt schauen wir uns mal die Lüfter an. Davon findet ihr natürlich hier dann entsprechend drei im Karton, alle einzeln und schön verpackt. Und die holen wir jetzt mal aus der Verpackung heraus. Anders als bei der Alpenföhn-Gletscherwasser sind das jetzt hier die klassischen ARGB Wing Boost 340 mm mit einem Drehzahlbereich von 500 bis 1500 Umdrehungen. Das reicht als Gehäuselüfter auch vollkommen aus. Gerade in der 140 mm Variante machen die hier also einen ordentlichen Luftdurchsatz und einen ordentlichen Luftstrom im Gehäuse und sind wie von Alpenföhn ja, gewohnt einfach tadellos verarbeitet. Der Lüfter hat also auch schon so wirklich
eine richtig schöne Haptik und ein ordentliches Gewicht. Das fühlt sich alles eben nicht so, ja, nicht so plastikhaft und einfach an, sondern man merkt wirklich, man hat hier ein Qualitätsprodukt in der Hand. Schön sind auch diese D-Vibration Pads hier auf beiden Seiten aus festem Gummi, die sich so auch eben nicht auflösen können und die sich auch nicht sofort ablösen, wenn man die mal ein bisschen fester anzieht und dann einfach verhindern, dass sich die Vibrationen vom Lüfter aufs Gehäuse übertragen. Dann seht ihr hier den schönen ARGB-Leuchtstreifen einmal direkt vorne am Lüfter und auch eingearbeitet in den Rahmen des Lüfters, der halt für diese klassische alpenföhn-typische Beleuchtung der Wingboost 3 sorgt. Und die sehen wirklich, wirklich super, super gut aus. Die brauchen sich vor keinem der üblichen, aktuell erhältlichen ARGB-Lüfter verstecken und sind für mich sogar eigentlich aktuell die schönsten ARGB-Lüfter am Markt. Gerade in Verbindung mit der Leistung, die sie auch bringen. Die leuchten eben nicht nur, die lüften auch einfach super. Ja, dann haben wir hier den klassischen ARGB-Anschluss am Lüfter und natürlich den klassischen PWM-Anschluss, mit dem ihr den Lüfter dann entsprechend steuern könnt über eure Mainboard-Software. Das gleiche gilt natürlich auch für die anderen beiden Lüfter im Lieferumfang. Die sind natürlich komplett identisch. Auch hier das klassische Alpenföhn-Design mit den speziellen Rotorblättern, die einen etwas steileren Anstellwinkel haben und so nochmal für einen deutlich besseren Luftstrom sorgen. Das Ganze liefert einen Luftdurchsatz von 134 Kubikmeter pro Stunde oder aber die Lüfter erzeugen auf einem Radiator 2,07 mm H2O statischen Druck. Und die Lüfter haben eine Lebensdauer von rund 250.000 Stunden. Das sollte wohl für die meisten Anwender mehr als ausreichen. Hier auch dann Nummer 3 im Bunde. Auch dieser Lüfter tadellos verarbeitet. Auf dem schönen Alpenföhn-Logo in der Mitte ist dann noch eine kleine Schutzfolie, die ihr hinterher entfernen könnt, wenn ihr mögt. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei meinen Lüftern in der PureBase 500 Deluxe gemacht habe. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich diese drei wunderschönen weißen Wingboost 3 ARGB dann in der weißen PureBase 500 Deluxe so machen. Ihr werdet davon sicherlich im Testbericht bei Computerbase im Forum und auch bei PC Games Hardware Extreme wieder lesen können. Und ich werde auch wieder ein kleines ARGB-Video präsentieren, wenn dann die Gletscherwasser 280 und die Wingboost 3 in der PureBase verbaut sind. Da interessiert mich besonders, wie euch der Unterschied gefällt, was ihr besser findet. Komplett weiß im weißen Gehäuse oder aber der schwarz-weiß Kontrast. Da dürft ihr dann gerne mal eure Kommentare dalassen. Und ja, mir gerne berichten, was ihr schöner findet. Ja, bis dahin erstmal. Ciao, ciao.